Spiel 1. Hey ihr beiden, es geht jetzt ums Zerstören, um rohe, brutale Gewalt. Ihr habt ja in eurer Karriere schon sehr viel kaputt gemacht, meistens euch gegenseitig. Heute dürft ihr euch heile lassen, aber alles, was ihr an Gegenständen gleich bekommt, das sollt ihr so zerkloppen, dass man es nicht mehr erkennen kann. Alle weiteren Regeln dazu hat Steven. Das Spiel heißt Dumm und Trümmer. Fragt mich nicht, wie wir auf diesen Titel gekommen sind. Viel Spaß jetzt beim Zerkloppen, beim Kaputtmachen und haut rein. Dumm und Trümmer. Vielen herzlichen Dank an Janine für diese kurze Erklärung. Wir gehen gleich nochmal ins Detail. Aber vorher, Joko und Klaas, stelle ich euch eure Gegner vor. Und das sind zwei Mitarbeiter von ProSieben. Die würden niemals, niemals ihren eigenen Sender verraten. Die Rote 7 liebt sie deshalb. Hier sind Lena Gerke und Tore Schölermann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke. Lena, man muss dazu sagen, du hast gesagt, du willst bei diesem Spiel unbedingt dabei sein, weil du gerne Dinge zerstörst. Woher kommt das? Ja. Diese Aggression. Ich habe sehr viel Energie in mir. Ja, sie arbeitet und ich schon muss sehr sie lange rauslassen. Mit mir zusammen. Ja. Das und die muss irgendwo raus. Wahrscheinlich. Und ich habe immer meine Garderobe neben Tore, deswegen. Sie ist sehr laut, das stimmt. Ich finde das auch gut, dass wir das hier machen. Das beruhigt die ganze Situation bei uns. Ja. Zwischen euch. Also das ist sozusagen ein Anti-Aggressionstraining auch ein bisschen, dass man absolut da jetzt muss. Ich finde es auch ganz toll, dass uns ProSieben wirklich auch so eine diffizile Sache zutraut, einfach was kaputt zu machen. Das zeigt auch, wie der Sender uns schätzt. Ich finde das wirklich super. Ich erkläre mal die Regeln, damit ihr ganz genau wisst, was ihr jetzt machen müsst. Dieses Spiel heißt, wie gesagt, Dumm und Trümmer. In diesen vier Boxen hinter mir oder hinter uns befinden sich vier unterschiedliche Gegenstände. Kommt mal mit, ich suche einen aus und dann müsst ihr jeweils als Team, kommt mal hier mit rein, hier in dieses schöne... Oh super, hier kann man ja alles machen. Das ja, gegen die Wand schmeißen. Reingehen. Genau, ihr könnt alles machen, ihr könnt mit den Gerätschaften diesen Gegenstand, den ich euch gebe, zerstören. Und anschließend müsst ihr ihn bitte dann auf diesem Tablett anrichten. Aber es sollte auf jeden Fall so klein gehackt sein, dass es keiner erkennt, weil darum geht es in diesem Spiel. Ihr habt 2 Minuten 30 Zeit zu zerstören und anzurichten. Das gegnerische Team muss dann versuchen zu erraten, zu erkennen, um welchen Gegenstand es sich mal gehandelt hat. Okay. Gut? Gut. Wunderbar. Ach, ist das schön. Starten tun Joko und Klaas und Lena und Tore, komm einmal mit mir mit, weil während die beiden Jungs zerstören, ihr könnt schon mal Handschuhe anziehen und Brille aufsetzen. Also viel Erfolg, ne? Ja. Euch nicht. Euch auch. Schon Taktikbespreche. Komm mal mit. Ja, euch Lena auch und Tore. Erfolg. Euch auch wieder Erfolg. Ja, Entschuldigung. Ihr setzt euch. Ihr setzt euch währenddessen an unsere kleine Bar ohne Getränke. Also, die Brille müssen wir jetzt auch aufsetzen. Genau, erstmal Brille am besten und dann Kopfhörer. Oh Gott, das ja. Hat Tore die Musik ausgesucht? Läuft da Mark Forster? Ach du Scheiße. Nein, der Wendler. Was ist das denn? Der Wendler in Dauerschleife. Manowar. Gut, also die sind versorgt. Da wird man ja so richtig schön aggressiv. Seid ihr bereit? Ja. Du kannst da drin bleiben. Was? Ach so. Tooltime mit Joko und Klaas. Itchy und Scratchy. Itchy und Scratchy. Hier ist euer erster Gegenstand. Nur Hammer eigentlich. Macht ihn unkenntlich. Aber wartet, bis ich draußen bin. Eure Zeit läuft ab. Jetzt. Wie viel Zeit haben wir? Ihr müsst auch noch anrichten, ne? Denkt dran. Ja. Wichtig. Weil das Ding ist wichtig, dass das hier überhaupt nicht mehr. Ist gut. Wie ein Profi. Du hast wirklich Spaß, Klaas, ne? Ich hab einen Plan. Du hast einen Plan und Spaß. Oh.
Meine Damen und Herren, für die zu Hause nochmal, der Gegenstand, der Sie zerstören, ist nicht der Tisch. 1,30, habt ihr noch? Einfach hier auf den Tisch legen und anspielen, komm, warte. Was die andere, haben wir nicht zwei Spraydosen? Ja. Klar, es nicht cooler machen, sondern kaputt machen, bitte. Ja, ist aber wichtig, dass man nicht mehr sieht, was das war. Ja, ich weiß nicht. Spül das mal an hier. Warte. Eine Minute noch. So, warte mal, wo sind die Seiten? Wo sind die Seiten? Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht hier? Halt mal fest, halt mal fest. So, drapieren, drapieren, drapieren. Ja? Drapieren. Jetzt bitte drauflegen. Sprüh alles schwarz, was nicht mehr ist. Sprüh doch auch deine Hände schwarz, Joko. Ja. 30 Sekunden. Als Tipp, guck nochmal auf den Boden. Oh, Scheiße. Wo? Liegt das irgendwo versteckt, das irgendwo unter dem Schrott? Gleich die letzten 10 und zwar ab jetzt. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schluss! Ja. Okay. Das könnt ihr alles liegen lassen. Das ist alles okay. Gut, zieht mal die Handschuhe aus und Joko, lass deine Sicherheitsbrille auf. Weil von diesen Farbdämpfen bin ich auch irgendwie geil drauf gekommen. Warte mal, hier ist noch was auf dem Boden. Wie so ein Problemjugendlicher, der Klebstoff geschnüffelt hat. Hast du das auch ein bisschen? Hä? I'm a bit dizzy. Gut. Also, ihr stellt euch hier ganz gemütlich hin. Jo. Wir präsentieren das. Und ich hole mal Tore und Lena und wir sind gespannt, was sie da erkennen. Das könnte Kacke sein. So, Lena, Tore, bitte die Brille abnehmen, Kopfhörer abnehmen. Ist das okay? Yes. War das so schlimm, oder? Jetzt bin ich auf jeden Fall aggressiv. Jetzt bist du aggressiv. Das ist echt Mango-War. Komm mit. Also, ich zeige euch jetzt den Gegenstand. Ja. Und ihr müsst versuchen zu erraten, was es gewesen sein könnte. Mich interessiert ja, könnte. Wer hier von den ihr zwei dürft, dekoriert hat. Ihr dürft aber nichts darauf anfassen. Ihr dürft nur gucken. Los geht's. Haben wir Zeit irgendwie? Wenig Zeit? Na, irgendwann werde ich euch mal auf die Füße treten, aber es ist eigentlich ganz entspannt. Ist auf jeden Fall irgendwas aus Holz gewesen. Es könnte vielleicht ein Instrument sein. Das könnte sein, Tore. Vielleicht war es Holz. Ein Instrument. Das Instrument ist super hier. Das ist so zum Einstellen. Genau. Und hier sind so kleine Saiten. Ah, das ist hier das Ding, was hier oben drauf liegt. Das ist entweder eine... Ah, ist klar, was es ist. Das ist entweder eine Ukulele oder eine Fiedel. So, ich meine, wie sieht's aus? Ich hätte gerne eine Antwort. Von innen ganz hell. Müssen wir das bestimmen oder können wir sagen, es ist ein Instrument? Na, hallo? Ihr braucht jetzt genau das Instrument oder was? Ja, natürlich. Ein Instrument, das kann ja schon... Ihr braucht jetzt den genauen Gegenstand? Ja, genau. Wie kann das denn sein? Gut, es gibt einen 5-Sekunden-Countdown, dann hätte ich gerne eine Antwort. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Ukulele. Ihr sagt, es ist eine Ukulele. Wir gucken mal nach. Oh, da. Ja, eine Ukulele. Ja. Yes. Warum habt ihr das denn nicht richtig kaputt gemacht? Ja, also, ihr habt einen Punkt. Schade, Tore schade. Und Lena geht zum Zerstören da rein, zieht die Handschuhe an und setzt die Sicherheitsbrille auf. Ja. Ich ordne das mal ganz kurz, wenn ihr euch die nassen... Also sägen kann ich nicht. Ich kann nur zerschmettern. Welche Kiste hatte ich denn eben gerade? Aber wir brauchen das Tablett, oder? So, nächster Gegenstand. Oh, das ist schön. Oh, oh, oh. Was? Okay. Ach du Scheiße. Hammer. Alles schwarz, schwarz. So, warte mal ganz kurz. Also, 2 Minuten 30, zerstören und anrichten. Weil danach kriegen wir die kleinen Dinger. Seid ihr bereit? Ja. Achtung, fertig, los. Vor allem die Dinger, weißt du, die ganzen Kontinente, alle klein. Alle? Das Teil kriegen wir vor allem nicht klein. Das müssen wir hinterher verstecken unter dem Dings, weißt du?
Die Scheiße ist, die Farbe geht wahrscheinlich wieder ab, wenn wir jetzt drauf rumkloppen. Außerdem habe ich jetzt Bock drauf rumzukloppen. Egal, ich sprühe dann hinten drauf. Okay. Soll ich draufhauen? Okay, hau drauf. Vorsicht. Oh, stinkt das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen das, das ist schwer. Komm, super. Das, pass auf, das knütteln wir zusammen. Das knütteln wir zusammen. Nein, ich muss das pushen. Und das versuche ich kaputt zu schlagen. Oh mein Gott! Es ist irritierend und... ich fühle mich wie Tine Wittler. Zeitgleich beängstigend. Ist noch irgendwas, was so aussieht? Das. Wieso ist das denn von innen blau noch bemalt? Mach das alles und mach das so ganz klein. Scheiße, das kann ich nicht. Gibt's eine Schere? Hä? Gibt's eine Schere? Ja. Das ist aber scheiße. Also denkt dran, Sie können's nicht anfassen, ne? Oh, da waren Funken. Scheiße. Du musst irgendwas mit deiner Wut machen. Was? Super, dass ich eine weiße Hose angezogen habe. Das war ganz schlau. Hast du's? Ihr habt noch eine Minute Zeit. Oh! Ihr müsst noch anrichten. Ihr müsst noch anrichten. Los! So, mach das klein hier rein. Mach das hier klein. Mach das hier rein. Nein, leg das einfach hier rein. Hier rein, dann können wir es verstecken. Du machst das schön. Schreib, du musst machen, das kleiner machen, machen, das steckt machen, machen, machen Dings drauf. Ein Herz? Schreib irgendwas drauf, was ablenkt. Denk an die ganzen Teile hier. Aua. Tore, da hinten liegt noch was in der Ecke. Oh, oh mein Gott. Da. Aber so klein ist doch scheißegal, die Sache. Nein, aber das ist ja nicht klein. Was ist nicht klein? Gleich kommen die 30. Guck doch mal. Da. Sekunden. Au! Au! Die letzten 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schluss! Hast du okay? Hast du oh mein Gott! Ja, ich hab ein bisschen was abbekommen, aber nicht so schlimm. Oh Gott. Oh, das war so aber schön. Ich hatte Angst, ich wollte nicht reinkommen. Das war so schön. Oh, war das schön. So. Scheiße, ich will doch keine Garderobe mehr nehmen, Tore. So, da ist der Gegenstand. Ihr bleibt hier stehen. Ich hole mal Joko und Klaas. Hey, puh. Oh Gott. So, wie du Klaas, schnaufst. Joko. Scheiße, das ist... Alles gut? Alles gut. Ja. Von der Barbrille aufsetzen, deine eigene. Obwohl, ich glaube, das sag mir bitte, welcher Gegenstand das hier einmal gewesen ist. Erratet ihr es? Stünde es 1:1. Ihr dürft es nicht anfassen. Das Arrangement der Gewalt von Tore und Lena. Jawohl, Lena war eher so der künstlerische Part. Muss man schon sagen, wir waren ein sehr schönes Team. Ja. Strom. Ah, ich. Ja. Das ist der Verräterisch. Ja. Ich weiß. Ich weiß auch. Ja. Okay, einigt euch und einer von euch beiden sagt mir das. Ja. Was ihr glaubt. Wir wissen es beide, sag du ruhig. Okay. Ja, warte, willst du mal ein bisschen drüber reden? Nee. So schnell? Nee, ja. In diesen Zeiten hast du nicht ein bisschen Hemmung, die Welt zu zerstören? Oh. Warum denkst du jetzt an die Welt? Du hast das so schön gesagt, Klaas. Deswegen mag ich ihn. Er merkt gar nichts mehr. Das ist, so erzähl mal, was ist es gewesen? So, das ist ein Globus, ein Punkt für uns. Und wir klären es auf. Es war ein Globus. Aber jetzt, aber ich möchte es noch sagen, ne? Woran habt ihr das erkannt? An dem Rad. Aber da merkt man wieder, man kann gar nicht genug Gewalt da reinstecken. Diese anderen Teile, die habe ich alle so klein gekriegt, die sind da alle so verteilt, die hätten wir gar nicht aufsammeln können. Und das, also noch mehr Gewalt beim nächsten Mal. Das ist tatsächlich ein Gradmesser und es kommt aus dem Kabel raus, weil das ist, kann ja keine Salatschüssel sein, wenn man da Licht anmachen kann. Ja. Ja. Oh, und das ist dieser Gradmesser, der zeigt einem sehr gut. Wie viel Grad, ja. Wie viel Grad es in dem Land hat. Wie viel Grad es wie warm in dem Land es da ist. Genau. Nicht schlecht. Ne? Ist das so? Ne? Joko und Klaas, ihr dürft da wieder rein ins Kabäuschen. Kopf hoch. Und Tore und Lena, kommt zu mir.
1:1. Oh, weißt du? Weißt du, was wir machen müssen? Guck mal da oben, guck mal da oben. Das hast du gemacht, Tore. Das hast du gemacht. Das hab ich gemacht. Mit der Welt. Oh. Gut, ihr seid bereit? So, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Was hatte ich das hier schon? Nein! Aha. Oh. Echte Manolos? Dorthin, warte mal ganz kurz, ich packe die Zange nochmal hin. Ihr kennt das Spiel, 2 Minuten 30 und los geht's. Warte, warte, lass mal festhalten, lass mal festhalten. Halt, 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 nicht, 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 dann mach ich. Sind das so Sicherheitsschuhe oder was? Ich glaube auch, die haben alle hier im Studio Sicherheitsschuhe mit Absatz. So, mal das Ding müssen wir absetzen. Lars, du machst das wirklich toll, ne? Danke, mein Freund. So. Eine Minute 30. Das müssen wir gleich kriegen. Warte mal. Das Ding hier, das ist viel wichtiger. Aber das ist doch alles. Das kennt ihr doch. Ja. Oh, fuck. Nochmal der Tipp von Lena, macht alles ganz klein. Okay. Eine Minute habt ihr noch. So, warte, 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 warte. Richte das an wie der Schuhberg hier. Noch 30 Sekunden. Ja. Ja. Das Ding müssen wir einrollen. Noch 20. Warte, einrollen. Einfach nur schwarz. Ja, aber einrollen. Noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schluss! Halleluja. Gut, ich nehme das mal mit. So, vielleicht auch ein bisschen die Farbe, die mich so ein bisschen hier geil macht. Ja. So. Angerichtet ist es. Wird es den beiden schmecken? Ich guck mal. Lena? Das war gerade anders. Tore? Ja. Brille ab, Kopfhörer runter. Könntet jetzt in Führung gehen. Das werden die nie merken, dass das die ProSieben. Oh, haben die schon die Dinger runter? Ja. Was? Gut, schaut es euch an und sagt mir bitte gemeinschaftlich genau, was es einmal war. Das war alles. Das ist alles, was ihr in der Zeit gemacht habt? Ja, ich weiß es. Obwohl, warte mal, vielleicht ist das auch eine Falle. Ja. Nee, ist es nicht. Ist auch ein schwieriges Material, anscheinend echt Leder gewesen. Ne? Relativ gut, schwierig. Lena, möchtest du sagen, was glaubst du oder wollt ihr euch nochmal absprechen? Ich glaube, da brauchen wir uns tatsächlich nicht absprechen. Also es ist ein High Heel. Größe. Aber die gelten, ich zeig's euch ganz kurz. Genau, Markengröße. Wer hat ihn an? Sehr schön. Das nicht kaputt zu kriegen. Zum Glück haben wir das nämlich einen Fan. Er hat das umgeworfen. Zum Glück haben wir das nicht bekommen. Du hättest ihn gar nicht kaputt gemacht, obwohl ihr auch nicht. Wir sagen mal so, Aufwendung. Es war geil angerichtet, bis es Steven umgefallen ist. Just saying. Komm. Lena und Tore. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Tore nochmal hier reingehen möchte. Nein, du musst einfach. Doch, ist total schön da drin. Nein, ich werde jetzt in die andere Richtung hämmern. So.
Oh. Vielleicht machen wir auch gleichzeitig. Ich nehme die hier. Oh, die ganzen kleinen Details. Das ist mir nämlich ein kleiner Hammer. Hier kommt euer Gegenstand. Und das Uhrwerk müssen wir ganz kaputt. Und die Zeiger, okay. Die Zeiger müssen ganz kaputt. Ja, und das hier. Tobi, lass mich bitte raus. Lass mich bitte raus. Ich möchte nicht das Möchtest du zuerst draufhauen oder darf ich? Das hier. Willst du zuerst draufhauen oder darf ich? Dumm und Trümmer, los geht's. Darf ich? Darf ich? Warte. Darf ich? Ja! Yeah! Oh mein Gott. Mach das. Ich glaube, wir müssen Tore direkt danach einweisen. Hier. Ah, das könnten wir vielleicht denken, das ist was anderes. Hier. Oh ja, die Scheiße. Das. Scheiße. Mach die Zeiger und so, dass wir die alle klein haben. Die Zeiger dürfen die auf gar keinen Fall in die Hände kriegen. Lena, geh da nicht zu nah ran an Tore. Ich pass auf, keine Angst. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dir da vertrauen kann. Nein, Tore, hier oben bitte. Hier oben am Tisch. Danke, bitte. Bitte, tu mir eingefallen. Oh. Tore, wenn es in dem Sport eine WM gibt, schicke ich dich hin. Ja. Hier, das ist. Gib mal das Tablett. Das wäre alles, was schon so klein ist, dass sie es nicht mehr erkennen können. Was? Scheiße, das rein! Sprüh das schwarz! Sprüh da die Scheiße schwarz! Tore, hast du zu Hause eigentlich auf Möbel oder sitzt du auf dem Boden? Scheiße. Tore, da wo du lebst, ist nur so eine Polsterung und überall Kissen und so, ne? Warte. Eine Minute noch. Ich hab das total gut rapiert, du machst alles kaputt. Warte. Lena, hinter dir auf dem Boden. Hallo, hinter euch auf dem Boden da. Was? Mach schwarz! Ach so, ich hab gedacht, schon längst vorbei. Was, die Zeit? Ja. Nee, das sage ich ja. Ach so. Noch 30 Sekunden. Nee, wir müssen das besser verteilen, das muss so weiter runter. Was? Was muss? Hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Umdrehen. Grün. Gleich nur noch 10. Das lass um Ablenkung. Das sieht aus, als wäre das Computer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schluss! So, es gibt leider ein paar Gegenstände, die muss ich da noch reintun. Es gibt so ein paar Sachen, die muss ich da leider noch reintun, weil die relativ groß sind. Du hast doch gesagt, du sagst uns das vorher. Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab die Sachen aufgehoben. Ja. Oh nein. Ja, aber dann will ich es andersrum. Das ist aber gemein. Nee. Doch, so. Danke. Gut. Sehr lieb von dir. Sehr lieb von dir. Ohne Scheiß. The devil is in the... Boah, hier hab ich Angst vor dir. The devil is in the house, ey, Tore. Nicht in the detail. Also, gut. So, angerichtet. Das ist die beste. Also die beiden, Lena und Tore, sollten. Das ist die beste Therapie. Joko und Klaas diesen Gegenstand erkennen, dann geht's in Stechen. Ansonsten habt ihr gewonnen. Das hier, ja, das verriet uns. Scheiß, das, was der Steve Warte, Welt nochmal auf. Brille ab. Nein, ich glaube, da werden sie genau in die falsche Richtung gehen. Ist nicht schön da? Nee. Oh, das ist ja, was ist das? Irgendwie ist das sowas wie Nickelback oder so eine Scheiße. Deswegen. Ihr sollt ja auch keinen Spaß haben. Gut, erkennt ihr diesen Gegenstand, würde es 2-2 stehen. Sagt mir doch bitte, was das einmal war. 2-2 schon? Ihr führt momentan 2-1. Möchtest du nichts anfassen? Ich weiß. Das ist irgendwas mit einer Box oder so, ne? Ich weiß, nein. Das ist ganz einfach. Das ist genau richtig. Ah! Und Scheiß. Ich glaube, es ist nämlich. Ja, hier, da. Ja. Hier, da, was? Da? Guck mal, da liegt ja drunter, der Vogel. Nee, das ist der. Das ist der Zapfen, ne? Ja. Das ist der Zapfen. Was für ein Zapfen denn? Ja. Ein Zapfen. Ein ganz normaler Zapfenvogel, schön. Gut, was glaubt ihr, ist es denn gewesen?
Das war eine Kuckucksuhr. Eine Kuckucksuhr. Eine Kuckucksuhr. Schauen wir mal, ob das stimmt. Richtig. Eine Kuckucksuhr. Tut mir leid. Ich habe die Kreuze ganz gelassen. Was hast du ganz gelassen? Was vorher habt ihr einen Zapfen? So, dann stellt euch mal Lena. Und an dem Ding hier, das ist so ein Teil, was halt nur außen an der Kuckucksuhr dran ist. Nein, 2-2. Okay. Gut, ich hole mal ganz kurz was, weil wir gehen jetzt ins Stechen. Und dafür braucht ihr jeder eine solche Karte, jedes Team, und einen Stift. Hier, ein Stift. Machen wir nichts mehr kaputt? Schade. Nein, es tut mir sehr leid. Kannst ja nach Hause gehen und da noch ein bisschen was machen. Gut, 2-2. Ich stelle euch jetzt eine sogenannte Frage fürs Stechen. Ich zeige euch gleich ein Bild, 3 Sekunden lang. Und ihr müsst mir bitte sagen, wie viele einzelne Teile ihr auf diesem Bild seht. Und zwar jetzt. Ich war da so nicht laut denken, nicht laut denken. Der kann nicht gut denken. Wenn du jetzt für ihn denkst, ist es schlecht. Hä, das ist doch jetzt so eine Schätzfrage, oder? Ja. Wer ist am nächsten dran von euch beiden? Schreibt eine Zahl auf. Ruhe. Das ist echt viel. Hallo. Tore. Entschuldigung. Noch 10 Sekunden. Ich habe eine... Ich schwanke. 5. Ich habe so eine 4, Art Rechnung gemacht. 3, ich weiß aber nicht, ob 2, ich 1, zeig mal. Schluss. Oh. So. Ihr dreht auf mein Kommando beide Karten um. Wir zeigen es nach vorne, die Zahl. Los geht's. Lena sagt 60, du sagst 85. Oh, ja. Und richtig ist 95. Ja. Damit liegen Joko und Klaas näher dran. Aber beide sehr nah dran. Es hätte dein Punkt sein können. Es wäre okay gewesen. Scheiße! Danke euch, Lena. Hat auch nie gemacht. Tschüss. Nicht glücklich. Tore Schülermann, Lena Gerke, meine Damen und Herren. Was wird jetzt los auf unserem Sender?